Hallo, ich bin Bea und ich freue mich, mit dir eine kleine Sequenz zu machen. Es ist eine Sequenz, die dir so gut tun soll, dir ein bisschen Bewegung schenken, Stretching, die dein Immunsystem stärken soll und dir einfach ein bisschen Freude machen. Du kannst bequem herhocken, in einen Schneidersitz. Wenn das nicht angenehm ist, nimmst du deine Beine einfach vor, tust sie auf, so wie du gerade wohl bist. Du darfst schon immer gerne auf etwas drauf hocken, das, was dir also passt, was dir angenehm ist. Dann bleib hocken. Tu dich mal aufrichten. Deine Sitzbehöcker sind wie kleine Füße, die in den Boden hineinschieben. Der Kopf strebt zur Decke hoch. Und du darfst deine Augen auch schon schliessen, wenn du willst, oder offen lassen, was dir lieber ist. Wenn du so aufgerichtet hockst, dann nimm dir ein paar Augenblicke Zeit für deine Atmung. Du durch die Nase einschnaufen. Und durch das leicht geöffnete Mund. Lass die Luft wieder ausströmen. Mach das ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Mir ist es wichtig, dass du wie deine Atmung findest, die dir gut tut. Also genieße es, wirklich mal so ein bisschen in deine Rippen, in den Mittelrücken einzuschnaufen, dort Platz zu schaffen. Und wenn du ausschnaufst, auch vielleicht mal so ein Seufzen zu hören, dass du merkst, du kannst alle Spannung, also da vielleicht auf den Schultern hockt, im Nacken sitzt, lass gehen. Ein paar Mal. Einschnaufen über die Nase. Über das leicht geöffnete Mund. Eine lange, tiefe Ausatmung. Und dann darfst du einfach weiter atmen. Tief und gehst so ein bisschen bewegen. Fang an, in kleinen Kreisen, da dich zu bewegen. Immer grösser werden, dass du merkst, ein bisschen die Unterrücken, das Becken, alles ein bisschen anfangen bewegen. Wechsel die Richtung, den anderen Weg um. Du kannst die Schulter ein bisschen mitnehmen, gehst ein bisschen nach hinten, kommst ein bisschen nach vorne. Und dann wirst du schlussendlich wieder ein bisschen kleiner und kleiner und kleiner und richtest dich wieder lang auf. Lass die Arme auf den Boden senken. Geh mit deinen Fingerspitzen weit nach rechts und links aus. Und als willst du weit die Wange berühren, rechts, links, tust du dich so richtig auseinanderziehen. Wieder senken. Ausschnaufen. Die Arme heben. Einatmen wieder tief. Und das darf sich sogar so anfühlen, als hättest du wie einen feinen Stretch da bei deinen Armen. Mach das weiter. Ausschnaufen. Zieh dich in die Weite. Einatmen wieder senken. Und noch einmal mehr. Und dann darfst du hier gerne bleiben. Deine Schulter ein bisschen bewegen, indem du wie ein Arm innen, der andere rausdrehst. Und da so ein bisschen gute Bewegung drin bringst. Hin und her. Und dann kannst du von da aus zurückkommen, so die Mitte, die Arme für einmal aufnehmen. Und dann so wieder senken. Wir gehen weiter. Nimm die rechte Arm auf und geh von da aus auf die linke Seite. Du merkst, ich mache einen Spiegel verkehrt. Komm wieder zurück, ein paar Mal mehr. Ausschnaufen. Mit dieser Hang, die am Boden ist, also links, die darfst du in den Boden hineinschieben. Sodass du merkst, du gibst feinen Schub, ein bisschen Druck in die Matte. Lehnst die Seite wie über einen Gedachtenbau. Und dann bleib mal auf der Seite und lass den Atem weiter fließen. Du atmest bewusst in deine Flanken. Ausschnaufen. Lass die Luft ausströmen. Und jetzt geh weiter, dass du wieder anfängst zu verschrauben. Führen wieder zurück. Und du kannst das machen, indem du dein Brustbein mal zur Decke auflenkst und dann wieder gegen den Boden. Oder du kannst auch etwas mehr Freestyle-mässig, wie so in jede Richtung hineingehen. Oder du merkst, es tut dir gut. Wie so etwas frei in die Recken strecken, in dieser Seitbeuge. Und dann von da aus, komm zurück zur Mitte. Geh auf die andere Seite, linken Arm, und du gehst nach rechts. Ja, dann wieder zurück. Ein paar Mal wiederholen. Ausschnaufen. Du hast deine Sitzbehöcker, die in deine Matte hineinschieben. Durch das kreierst du mehr Länge, durch deine ganze Wirbelsäule bis zum Kronenpunkt vom Kopf. Gut. Einmal mehr. Und dann darfst du hier bleiben. Mal zuerst langsam gehen, verschrauben. Brustbein schaut zum Boden. Und dann lass es zur Decke strahlen. Und entweder fährst du so weiter, findest du es gut, oder du gehst weiter und fährst ein bisschen mehr an, in deinen Körper hineinzuspüren, schauen, was tut dir gut, in welche Richtung könntest du da vielleicht doch auch noch ziehen. Mehr so ein bisschen Freestyle-mässig. Jede denkliche Richtung.
Also würdest du wie blinde Flecken aufdecken und Bewegungen machen, die du noch nie hast gemacht. Und so kommst du wieder zurück. Nimm die Arme zur Decke und geh auch da noch so ein bisschen nachspüren, ob deine Seite, ob sich da dein Körper, dein Gewebe schon ein bisschen anders, durchlässiger anfühlt. Und dann lass wieder los. Sehr gut. Jetzt klapp mal dein linke Bein gegen hinten, sodass du rechts vorne hast. Du bist in einem Z-Sitz innen. Du darfst immer gerne den Rechtssitzbeinhocker ein bisschen unterlagern mit einem Tüchli. So wie es dir wohl ist, dass du merkst, du kannst relativ gut aufgerichtet hocken. Gang da hier ein bisschen bewegen. Die linke Oberschenkel rotierst nach innen, nach außen, sodass die Bewegung in deine Hüfte hineinkommt. Und dann darfst du deinen Sitzbeinhocker fallen, richtest dich ganz lang auf und gehst wie dein rechtes Knie umranden mit beiden Händen. Ich will, dass du dich fast strecken, verlängern und in eine kleine Wellenbewegung hineinkommst. Mit dem Ausatmen gehst du vorne. Mit dem Einatmen richtest du dich lang auf. Einatmen, aufrichten. Und du kannst auch da so ein bisschen verschiedene Winkelrichtungen brauchen. Du kannst mehr mal ein bisschen zur Mitte führen kommen. Mit dieser Welle. Oder du kannst mehr über, wirklich direkt über den Oberschenkel drüber gehen. Und dann kannst du mit dieser Wellenbewegung sogar ein bisschen weiter nach rechts über. Merkst vielleicht, es gibt mehr so ein bisschen Verschrauben. Mach das ein paar Mal mehr. Die Bauchdecke strebt sich fein nach innen auf, wenn du da zurückrollst. Und schau, ob es dir gelingt, immer ein bisschen durchlässiger, fließender in dieser Welle zu werden. Und dann geh weiter mit deinen Händen, wandern ganz weit nach rechts hinten, sodass es sich noch gut anfühlt in deinem unteren Rücken. Du kannst den Unterarm ablegen und nimmst den oberlinkfreien Arm und fährst an Kreise zeichnen. Begleite die Kreise mit deiner Atmung. Du lässt ihn fliessen, den Atem, und ziehst dich da immer ein bisschen mehr auseinander. Dein Knie strebt nach vorne, Fingerspitzen ziehen nach hinten. So hast du aber deine komplette linke Seite viel Länge, viel Aufspannung und eine genussvolle Bewegung. Mach das noch einmal in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Rhythmus. Und dann kommst du von da langsam zurück. Richtest dich wieder auf und gehst in die Gegenrichtung. Das heisst, du lehnst dich nach links über. Kommst wieder zurück, lehnst dich nach rechts, einfach hin und her. Und dann darfst du wie dein Bein vorne klappen. Links Bein kommt vorne, da bist du in einem Schneidersitz inne. Richte dich nochmal richtig schön lang auf. Nimm die Arme nochmal nach oben. Und jetzt kannst du von da aus die Wiege verschrauben. Ein ist nach rechts, ein ist nach links. Und spür mal nachher, wie fühlt sich das an. Vielleicht ist eine Seite schon leichter drehbar als die andere. Geh einfach mal warnen. Du spürst deine Sitzbeinhöcker, die bewusst in den Boden hineinschieben. Und so kreierst du immer ein bisschen mehr Aufrichtung, Länge in der Wirbelsäule. Und dann darfst du wieder lösen. Jetzt gehen wir gleich auf die andere Seite. Klapp also dein rechte Bein nach hinten, so hast du dein linke Bein vorne. Richte dich wieder ein, je nachdem mit einem Tüchli den linken Sitzbeinhöcker unterlagern. Und sonst gehst du jetzt mit deinem Hang an die Oberschenkel, den Recht, und gehst fein rein und raus drehen. Du spürst dein Hüftgelenk, wird schon mal ein bisschen geschmiert, bekommt da ein bisschen Bewegung rein. Und nachher lässt du den Sitzbeinhocker einfach fallen. Jetzt kannst du mit deinem Hang das linke Knie einrahmen. Und dann gehen wir wieder in die Wellenbewegung rein. So ein genussvoll durchlässiges Durchbewegen. Brauch deine Hänge. Die können wie ein bisschen in den Boden schieben, die Finger fein zu dir ziehen, dass du die Wirbelsäule lang werden lassen und dann zurückrollen. So, als würde deine Bauchdecke dich fast ein bisschen weit zurückschieben. Einatmen, lang, ausschnaufen, zurück. Ein bisschen die Winkel verändern, mal ein bisschen nach vorne. Dann mal ein bisschen zur Seite. Noch zwei, drei Mal.
in deinem Tempo, so dass du merkst, ah, das fühlt sich richtig durchlässig, fließend an. Und spüre, ob der Kopf wie so als letzte Part da, wie kann die Tür aufrollen, sich aufrichten. Dann wanderst du mit deinen Händen weiter nach hinten, sodass du links hinten angelangt bist, wieder auf dem Unterarm. Nimm doch hier den rechten Arm und zeichne grösstmögliche Kreise. Gang die grosse, raumgreifende Bewegung so richtig geniessen. Und schick dein rechtes Knie weit nach vorne, während der rechte Arm die grossen Bögen zeichnet. Wieder zurück ein, ausschnaufen, wieder verlängern. Sehr gut. So eine Bewegung zum Dreischmelzen geniessen. Und dann kannst du von hier aus langsam wieder zurückwandern, sodass du wieder da vorne bist. Gang in die Gegenrichtung. Nochmal Seitneigung. Hin und her. Und dann komm zurück. Und nimm auch hier das rechte Bein wieder nach vorne. So bist du wieder in deinem Schneidersitz innen oder der, der für dich geht. Nimm deine Fingerspitzen kurz nach vorne. Lehn dich vorne. Du willst mit einem möglichst langen, geraden Rücken vorne lehnen. Zeige das kurz von der Seite. Das heisst, du willst nicht rund werden, sondern bleibst möglichst lang, lehnst dich nach vorne und vielleicht gelingt es dir so, immer ein bisschen weiter vorne zu wandern. Du kommst zurück, wechselst die Verschränkung von deinen Beinen, nimm die Arme nochmal hoch, zieh dich nochmal lang, lass senken und wandere vorne. Immer beim Ausatmen ein bisschen reinsinken, nächste Ausatmung ein bisschen reinsinken. Und dann kannst du von da aus weiter vorne laufen mit deinen Händen und so bist du in deiner Vierfüßlerpose drin. Stell sicher, dass deine Hände unter den Schultern sind, deine Knie unter den Hüften. Und dann kannst du in so einen Katzenbuckel rein, in ein kontrolliertes Hohlkreuz. Nochmal rund, Katzenbuckel. Und nochmal so ein Hohlkreuz. Und dann fängt deine neutrale Pose, wo du wohl bist. Jetzt hätte ich gerne, dass du einfach mal anfängst, dich einsinken zwischen den Schultern, wieder zurück. Gehen wir auch wieder darum, so ein bisschen weit durchzubewegen. Und dann kannst du anfangen, hier so ein bisschen das katzenartige Bewegen reinzubringen. Und es geht wieder so ein bisschen darum, eine Art in ein Freestyle-Bewegen reinzugehen. Vom Schultergürtel lässt die Bewegung weiterfließen und den ganzen Körper darf da mitschaffen. Du wirst vielleicht immer ein bisschen grösser. Das ist wirklich so etwas für nach innen zu gehen und einfach die zu inspirieren, wo das dich die Körper gerade führt. Gibt kein richtig, kein falsch. Genau. Das heisst, du kannst dich einfach da ein bisschen durchbewegen. Und dann kommst du wieder zurück. Richtest dich in deiner neutralen Pose ein und gehst dein rechte Bein zurückschieben. Einatmen, wieder senken. Mach das gleich wieder links, dass du mit dem linken Bein gehst. Du wechselst also ab, mal rechts, mal links. Und dabei hätte ich gerne, dass die Hände oder die Hände und das Knie auf dem Boden fein aufeinander zuziehen. Dass du merkst, ah, da springt deine Mitte schon ein bisschen mehr an. Das wäre mein Ziel. Mach das nochmal mehr. Lang ziehen. Der Kopf als Gegenpol vorne rausstreben lassen. In deinem eigenen Rhythmus. Sehr gut. Nimm den Arm gegenüberliegend dazu. Ziehe die Länge. Die Diagonale, die jetzt in der Luft ist, zieht auseinander. Und die andere Diagonale schiebt dann zu. Hand und Knie. Mach das noch einmal mehr. Lang ziehen. Und wenn deine rechte Hand, das linke Bein in der Luft sind, bleib dort mal. Darfst du den Arm auf die Seite nehmen. Und dann tauch da mal unten durch. Schau, ob es dir gelingt, die Balance zu behalten. Einatmen wieder zurück. Ausschnaufen. Ein richtig schönes, angenehmes Verschrauben. Wieder zurück. Wenn dir das zu stark ist, du darfst immer die Zehen abstellen. Aber test mal aus. Bei dir daheim hast du ja keine Zuschauer. Also gerne mal austesten, ob es funktioniert hier in der Luft. Wieder zurück, Atem fließen lassen.
merkst, ah, da wirst du schon ein bisschen aktiver, ein bisschen wacher. Genau das. Und dann darfst du wieder den Fuss wirklich absetzen. Nimmst den rechten Arm zur Decke und ziehst ihn nach oben hoch. Geniessest dann einen tiefen Atemzug. Und lässt dann den Arm wieder senken. Beine suchen. Zwei, drei Mal. Katzenbuckel. Hochkreuz. Und dann kannst du weiterfahren. Nimmst du den linken Arm, das rechte Bein und ziehst dich richtig lang auseinander. Nimm den Arm zur Seite, streck dich, zieh dich auseinander und mach das Gleiche hier. Du tauchst unten durch. Einatmen wieder zurück. Ausatmen. Stell dir vor, du hast wie ein nasses Tüchchen um deine Taille, die du ausbringen willst. Spür, ob du deine Balance da gut kannst haben. Und brauch Hang und Knie auf dem Boden wieder für aufeinander zuzuschieben. Gut. Und dann darfst du hier wieder den Fuß abstellen. Nimmst den linken Arm zur Decke hoch und genießt es, hier aufzuspannen. Ein und aus. Und dann lass den Arm noch senken, Knie wieder suchen und kannst über die Seite wieder hinten abhocken. Streck deine Beine nach vorne aus. Du kannst sie zusammen haben, du kannst die Knie ein bisschen biegen, das was geht. Du lehnst dich nach vorne mit dem langen, geraden Rücken. Du hast die Arme überkreuzen. Der Unterarm, der zeichnet einen richtig grossen Bogen. Ausschnauben. Lehn dich nach vorne ab. Einatmen, zieh dich zur Decke hoch. Genieße es, da so eine fließende Bewegung zu haben. Und wieder einzutauchen. Und schau dir mal mehr. Und dann rollst du dich nach oben. Öffnest deine Beine für einen Moment. Lehnst dich hier nach vorne und spürst mal noch, wie sich deine Innenseite der Beine anfühlen. Du darfst gerne so ein bisschen eins biegen, von einer auf die andere Seite hin und her bewegen. Also da ein Mobilität reinbringst, so weit wie das für dich geht. Und dann bleib auch hier nochmal. Vielleicht Sitzfleisch auf die Seite nehmen und dich nach vorne lehnen. Wieder zurück. Geh über ein Bein drüber. Wieder zurück. In die Mitte. Wieder zurück auf die andere Seite. Und wieder zurück. Und spür auch bei jedem Mal, wo du da so wie drin lehnst, ein bisschen mehr kannst. Die Dehnung hineinsinken. Komm zurück zu der Mitte. Schließ deine Beine. Du sollst wieder anwinkeln. In den Schneidersitz. Und dann hoffe ich, dass du in dieser kurzen Sequenz ein bisschen durchbewegt worden bist. Ein gutes Gefühl in deinem Körper hast. Merci fürs Mitmachen.